Popöchen und willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Mekko und wir spielen heute wieder Graveyard Keeper. Und ja, wir versuchen heute mal ein paar blaue Punkte zu bekommen. Ja, des Weiteren habe ich gelesen, man soll unbedingt die hier rausholen. Die Bäume wachsen nicht nach, wenn man die Scheißstümpfe nicht rausholt. Demnach holen wir mal die Stümpfe raus. So. Wieder was ihr lernt, wa? Wieder was ihr lernt, Freunde. So. Ich wollte da jetzt nicht die Steine wegkloppen, Junge. Ich wollte nur gucken, da ich hier alles wegkriege. Damit die Sachen wieder nachwachsen tun. Denn ich habe ja schon ein bisschen was weggekloppt. Und wir wollen natürlich auch, dass die Sachen nachwachsen. Oh. Ich versuche jetzt mal was. Oh. Funktioniert. Wir machen jetzt einen Zug aus Stöcken, Steinen, Stöcken. Funktioniert ja krass gut. So. Guck mal hier, Alter, wie viel Holz ich besorgt habe. Wollte ich ja nicht viel zu sagen, ne? Wie geht denn da drauf? Das war's, ne? 1, 2, 3, 4, 5. So. Jetzt haben wir hier wieder Maximum drauf. Ich habe Maximum dabei. Und wir gehen mal schlafen. So, und jetzt gehen wir direkt zum Leuchtturm. Oh, was für ein toller Ort, ey. Machen wir einen Tausch. Meine Schmiede gegen dein Haus, die Kirche und den Friedhof, hä? Das ist ein unglaublich großzügiges Angebot, Kretzwold, aber ich fürchte... Na, er dachte, ich meine das ernst, Vollidiot. Ich bin noch kein Vollidiot, der ist in dieser Müllkippe leben und arbeiten will, pfui. Herr, wie nett von dir. Fast wie der Bauer. Seid ihr zufällig Brüder? Ich verrate dir ein Geheimnis. Ich war schon Schmied, bevor seine Uhren hergezogen sind, Mann. Jetzt kommst du mit mir. Aber ich habe keine Zeit. Verhaftest du mich? Es gibt einen Notfall im Dorf. Roderick sammelt alle Dorfbewohner in deiner Taverne. Ich bin kein Dorfbewohner. Es gibt Vampire im Dorf. Wärter.
bis zum nächsten Todesfall ist nicht mehr weit. Roderick hat einen Spezialisten verlangt, der sich mit dem Toten auskennt, und jetzt los. Wir sind spät dran, denk dran, es ist deine Schuld. Wieso meine? Ja, vielen Dank, Rosa, wir fühlen alle deinen Schmerz, wir kennen dein Leid. Langweilig! Das war das dritte und letzte Opfer des Vampirs. Für heute zumindest. Aber jeder einzelne von uns könnte der nächste sein, der ihn trifft. Kette, der Sohn des Bauern, Rosa, es fängt gerade erst an. Dorfbewohner, ich verlange oder erwarte Vorschläge. Ah ja. Doch nicht alle auf einmal, bitte. Cory, dein Vorschlag zuerst. Mein Vorschlag? Natürlich, Leute, hört mir zu. Nur eine Woche lang, Cory und sein Bruder reparieren eure Veranda. Mit 15% Rabatt und als besonderes Geschenk gibt es ein Holzschneiderwildtier von Tress. Nein, das ist doch mein Lieblingsspielzeug. Geschäft ist Geschäft, Brüderchen. Okay, Adam, hören wir uns deinen Vorschlag an. Mein Vorschlag ist, den Dorfbewohnern zwei Leibwächter zur Seite zu stellen. Vor einer Woche hat eine Bande Ghule obszöne Schweinskram an meiner Mauer geschmiert. Adam, das war ein Teenager aus dem Dorf. Ich habe ihm sogar geholfen mit der Grammatik. Außerdem gibt es doch gar keine Ghule. Ach, herrje, Holzfäller, irgendwelche Ideen? Mein Vorschlag ist, dass wir alle aufhören, tote Tiere zu essen. Da ist es ja klar, dass man dann irgendwann Vampire und anderen Blödsinn sieht. Frische Wurzeln und geschmorte Blätter, das Geheimnis eines gesunden Geistes und einem gesunden Körper. Warte, und auf kandierte Hühnerbeinmarinade verzichten niemals. Imker, bitte spucke nicht immer auf den Boden, hast du etwas zu sagen? Ja, ich. Leute, seid ihr nicht ganz dicht? Ihr habt sie wohl nicht mehr alle, hä? Es ist doch sonnenklar, hinter all dem steckt mein Erzfeind, der Hornissenmann. Aber ich fürchte, fürchtet euch nicht, meine Armee fleischfressender Bienen ist beinahe bereit. Schon bald werde ich sie auf das Dorf loslassen. Das klingt ja vielversprechend. Noch irgendwelche Vorschläge? Na toll, dann treffen. Das Treffen ist vertagt, das heißt, ihr könnt jetzt gehen. Ah ja. Bertha, hast du einen Moment Zeit? Hör mal, ich könnte dich bitten, der Sache auf den Grund zu gehen. Das kommt ziemlich unerwartet, aber es ist nett, dass du dich mir anvertraust. Ehrlich gesagt hat das nichts mit Vertrauen zu tun. Aber wenn ich die Dorfbewohner frage, muss ich ihnen nachher noch Steuern erlassen oder so. Deshalb macht es doch Sinn, wenn ich jemanden von außerhalb beauftrage, oder? Ja, klar. Andererseits bist du sowieso ein Freund, ja, hilfsbereiter Geselle. Vielleicht willst du uns ja umsonst helfen. Ich helfe gerne, wenn es eine Belohnung gibt. Ha! Da hofft man auf ein wenig Mitgefühl von diesen Zeiten der Not, aber was soll's. Was für ein gieriger Raffzahn. Also gut, gehen wir nach Hause und denken nach. Finde den Vampir. Na toll. Putz mal eben Nase. So, weiter geht's. Ja, finde den Vampir, finde den doch selber, Alter. Was ist los mit dir? So. Wenigstens haben wir uns jetzt das Laufen hingespart. Und zum Imker möchte ich auch nochmal und zum Bauern. Ja. Nächste Ziele Imker und Bauer. Barr. Ich hab so eine Wunde am Daumen, so ein Stück Haut ab. Ja, mach ich gerade so und schneid mir die halbe Nase auf, gefühlt. Da ist er!
Hallo, bist du der Astrologe? Ja, das war ich mal. Jetzt bin ich nur noch eine verlorene Seele in dieser verwahrlosten Welt. Ich bin der neue Friedhofswärter und ich brauche deine Hilfe. Jeder braucht irgendwas außer mir. Wissen macht einsam, junger Mann. Du wirkst ziemlich zufrieden. Deine trivialen Bedürfnisse bedeuten mir nichts. Also kannst du mir nicht helfen? Mal sehen, du kümmerst dich um den Friedhof. Ja. Psst, still. Ja, bring mir einen Schädel, das ist verboten, aber wen kümmert schon die Regeln dieses blöden Inquisitoren? Toll. Den schwatzhaften Gary, er ist mein Freund, irgendwie, ich glaube nicht, dass er es angemessen wäre. Nein, ich brauche irgendeinen Schädel von irgendeiner Leiche. Ja. Mann! Hab ich zu Hause. Aber ich habe eine Idee. I have an idea, my friend. Was ist denn das hier? Da steht was. Kann ich aber nichts mitmachen. Wer bist du denn? Dieser Typ muss verrückt sein. Denkst du, dass ich verrückt bin? Nein, das würde ich doch niemals denken. Ich versuche nur optimistisch zu bleiben. Und ich weiß, worauf es wirklich ankommt. Worauf denn? Hey, glaubst du, dass du es verstehen würde? Nein, Digga, das würde er nicht verstehen. Er kann es nicht sehen. Okay, dann sage ich ihm einfach irgendwas anderes. Innerer Frieden, meine Gewürze und Süßigkeiten, darauf kommt es an. Süß wie Honig. Bring mir Honig und ich bring dir bei, wie man einen Kuchen backt. Kuchen ist klasse. Okay, Kuchen, Honig und... So, dir wollte ich was verticken. Handeln. Ich möchte dir geben die alten Sachen. Und krieg zwei Piepen dafür. Für einen Nagel kriege ich 20 Dinger? Oder für alle 10? Ne, für einen. Auch ganz gut, ne? Danke, tschö. So, los geht's. Ach, Platz hier, ich will hier durch. Warte mal. Hier, da muss ich rein. Geh weg, ich muss da rein. Ich hab nicht viel Zeit. Der Tag ist ja gleich schon wieder rum hier, ey. Handeln. Gib mir so ein Ding. Wie benutze ich das? Zu Hause. Oh, das war schnell. Ich brauche einmal Honig und einen Totenschädel. Und jetzt direkt wieder lossprinten. Wer bist du denn jetzt? Ich habe keine Zeit. Es wird Zeit, dass du für deine Missetaten bezahlst, elende Kreatur. Mach dich bereit. Shepard? Redest du mit mir? Mit dir, du fieser Vampir. Bereite dich vor zu sterben im Namen meiner Frau und aller anderen Unschuldigen. Das ist ja lustig. Glaubst du etwa, dass ich nachts durch die Gegend schleiche und Blut trinke? Wie kann es dann sein, dass ich immer tagsüber in der Sonne arbeite? Das beweist nichts. Du könntest ein Vampir-Mutant sein, hä? Ja, es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Ist das? Was, Knoblauch? Aha, weigerst dich, hä? Die Bestie zeigt ihr wahres Gesicht. Ach, verdammt. Ah, zufrieden. Ah, wie mein alter Lehrer aus dem Orden der Jäger zu sagen pflegte. Mehr. Ah, ich hasse dich. Wenn du ein Mutant bist, bist du vielleicht immun gegen die Knoblauchkräfte. Ich hab's, ich weiß, was wir tun müssen. Nimm diesen Holzflock und stoß ihn dir ins Herz. Wenn du stirbst, halt.
Ich habe eine bessere Idee. Ich finde dir einen echten Vampir und dann kannst du mich in Ruhe lassen. Wenn du versagst. Dann kannst du mich töten oder ich esse einen ganzen Eimer voller Knoblauch oder was auch immer du verlangst. Abgemacht. Aber versuch nicht, mich reinzulegen, du bärtige Missgeburt. Deine Logik ist unschlagbar. Es wäre wohl sinnvoll, wenn ich mich mit den Opfern rede. Kette, dem Sohn des Bauern und Rosa. Ah ja, Kette, dem Bauern... Was ist das? Ich krieg Damage. Naja, okay, aber ist nicht so wild, weil wir Life-Rack haben. Schnell, Junge, schnell! Die Sonne steht am Horizont, duda, duda. Kette, die Frau des Bauern und noch irgendein Arschloch, habe ich schon wieder vergessen. Eieieiei. Hallo. Ding dong, bing bong. Ich bin der Diggo. Ich bin der Diggo. Bin ich der Diggo? Bring mir einen Honig, sagte er. Bring mir Honig. Honig. Nicht fünf, einen. Du Arschloch. Koppelgeburt. Gib ihm einen Schädel. Nicht gerade sauber, aber alles am richtigen Platz. Du scheinst Talent für deine Anatomie zu haben. Der menschliche Körper ist so mysteriös, vielleicht noch mehr als die Sonne und die Sterne. Ich glaube, dass du eines Tages viel über den menschlichen Körper und die Seele lernen wirst. Aber auch dann noch wirst du dich absolut verloren fühlen. Da wir jetzt Komplizen sind, sag mir, was willst du von mir, mein neugieriger Freund? Ich brauche deine Hilfe. Ich brauche erstmal Tinte und Papier. Das habe ich. Ich habe viele nützliche Dinge. Vieles davon mag nützlich für einen angehenden Wissenschaftler wie dich sein. Ich kann diese Dummköpfe von der Universität nicht ausstehen. Ich verdiene mir mein Geld lieber woanders. Ich muss das Portal öffnen. Ein Freund hat mir erzählt, dass du vielleicht weißt, wie man das Portal auf dem Hexenhügel öffnet. Davon habe ich noch nie gehört. Nun, vielleicht nicht unbedingt noch nie, aber schon sehr lange nicht mehr. Ich hatte da mal einen Freund, der war übrigens auch Friedhofswärter, genau wie du. Und er ist besessen von diesem Portal. Es ist unglaublich, wie viel er über dieses Portal wusste. Was ist aus ihm geworden? Er ist einfach verschwunden. Niemand hat seither von ihm gehört. Ich habe versucht, ihn zu finden, aber niemand kannte ihn mehr. Ich fing schon an, mir einzureden, dass ich ihm nur ausgedacht habe. Das war keine einfache Zeit für mich. War sein Name vielleicht Gary? Ich weiß nicht, wie er hieß. Wir haben ihn immer nur bei seinem Spitznamen gerufen, Werther. Also, was mit dem Portal? Ich glaube, er hat einen Weg gefunden, es zu aktivieren. Es war irgendwas Magisches. Ich erinnere mich nicht mehr daran. Aber das sollte in seinem Tagebuch stehen. Kurz vor seinem Verschwinden gab er mir diesen Schlüssel. Er öffnet ein Tor im nördlichen Teil des Kirchenkellers. Irgendwo dort bewahrte er seine wichtigsten Notizen auf. Warum hast du nicht nach diesen Notizen gesucht oder dich ihnen angenommen? Oh, ich habe es versucht, aber da gibt es einen speziellen Trick bei diesem Schlüssel. Ich habe monatelang erfolglos versucht, ihn herauszufinden. Vielleicht bilde ich mir das auch nur alles ein. Und der Schlüssel öffnet gar nichts. Du kannst ihn jedenfalls haben. Verwende den Schreibtisch im Kirchenkeller, um herauszufinden, wie der Schlüssel funktioniert. Wenn du sein Tagebuch gefunden hast, bring es zu mir und ich werde herausfinden, was er dort über das Portal geschrieben hat. Danke. Handeln. Okay. Okay.
Effekte bei Benutzung, plus 25. Oh. Oh. Okay. 25 Dinger. Das machen wir aber. Wie viel will denn der andere Typ haben? Der komische, Alter, wie viele Aufgaben? Warte mal, wo ist denn der komische Vogel hier, der Schreiberling? Da. Einmal Tinte und 10 Papier. Kannst du mir einmal Tinte verkaufen? Dann kann ich jetzt noch schnell 10 Papier besorgen. Kann ich diesen Stein hier nochmal benutzen? Tatsächlich. Ach komm, jetzt sind wir hier. Gib mir den Rest Honig hier noch. Papier habe ich jetzt unten drin gelassen, ne? Okay, wir kriegen gerade richtig viele Aufgaben erledigt, würde ich behaupten. Ich kriege nur keine Leichen mehr. Also, wie soll ich denn Geld machen, wenn wir nicht die Leichen dafür kriegen? Habe ich das hier reingetan? Natürlich nicht. Oh. Was für eine Kacke. Schaffen wir das jetzt noch? Also den Honig kann ich jetzt noch abgeben. Papier werde ich wohl... Damit ich jetzt noch 2 kaufe, aber... So viel zu tun. Krass heftig, Alter. Ich kann den Ruhestein ja nochmal benutzen. So, kann ich ihn jetzt immer nutzen? Ich brauche 2 Papier. Mal gut, dass du genau 2 hast noch, ja? Jetzt bin ich pleite. Und ich wollte mir doch einen Samen kaufen, damit ich was anpflanzen kann, weil mein Plan war, mit den angepflanzten Sachen was zu, also was anzupflanzen und dann zu vertickern. So, hier, du gieriger Raffzahn, hier sind deine 5 Honig. Oh Mann, wie süß! Was ist mit dem Kuchenrezept? Denk einfach dran, Kuchen kann nicht nur süß genug sein. Süßigkeiten helfen dabei, die Sachen von einem anderen Blickwinkel auszusehen, um mehr zu lernen. Handeln gehen. Handeln? Hast du da? Hanfsamen. Nehme ich mal mit. Hanf brauchten wir ja auch für irgendwas. Dann gehen wir nochmal in die Taverne. Und dann gehen wir zum Bauern. Und dann müssen wir gucken, dass wir die Leute finden, mit denen wir was besprechen sollten. Rosa zum Beispiel. Erstmal du. Gib ihm die Tinte. Großartig, die Tinte. Das ist das Blut der Poesie. Hm, das klingt gut. Ich sollte das niederschreiben. Gut, Papier. Papier ist Papier. Ist eine Erweiterung der Poetenseele. Nee, das gibt's nicht wirklich Poetisches. Da gibt's nicht wirklich Poetisches an Papier. Jetzt habe ich alles, was ich benötige. Ich sollte meine Ode an Frau Anmut beginnen. Aber irgendwie mangelt es mir an Inspiration. Jeder Poet kennt dieses Gefühl. Ich sollte klein anfangen, dann kommt der Rest von alleine. Wenn du willst, kann ich dir etwas Simples für dich verfassen. Umsonst?
So ungefähr. Bring mir nur ein wenig Wein, um die poetischen Säfte in Schwung zu bringen, aber bitte das gute Zeug. Vergiss nicht, dass ich ein bekannter Poet bin, in gewissen Kreisen. Ja. Wein. Jeder will irgendwie Wein haben von mir. Soll ich mir einen Wein denn herholen? Hier steht noch draußen, das ist gut. Soll ich mit dem nicht auch reden? Ich muss meine Arbeiten erledigen, sonst wird Vater furchtbar böse. Über den Vampir, mein Freund. Erzähl mir mal was darüber. Ich habe ein paar Fragen für dich, Kleiner. Über den Vampir? Du versprichst du mir, dass du nicht lachst? Mein Vater, mein Onkel, alle Nachbarn, keiner glaubt mir, alle lachen mich aus. Ich verspreche, dass ich nicht lachen werde. In der Nacht haben mein Vater und Onkel Müller Whisky getrunken. Ich war allein zu Hause und ein Mann kam durch das Fenster gestiegen. Erst dachte ich, dass ich mein betrunkener Vater ist. Ich habe ihn sogar noch Papa genannt, aber es war, als würde er mich nicht hören. Interessant, erzähl mir mehr. Ich wusste irgendwie sofort, dass es nicht mein Vater war und dann habe ich mich unter der Decke versteckt. Und dann ist er einfach verschwunden. Bitte lach mich nicht aus, alle lachen an der Stelle. Keine Sorge, mit 15 hätte ich auch wahnsinnige Angst gehabt. Danke, aber ich bin 22. Okay, handeln. So, hier, du hast Samen. Karotten. Warum nicht? Hä? Ich habe 87 Münzen und gebe ihm 87 und er sagt, nein, nehme ich nicht. So. Das heißt also, dass wir unserem Ziel ein Stückchen näher gekommen sind. Wir können jetzt Kuchen machen. Und wir haben ein paar Pflanzen. Oh, ist Predigtag gleich. Geil. So. Wir haben 10 Pflanzen insgesamt. Ein Beet mit Stäben. Ich glaube, das brauchen wir. Wird er denn so neblig? Man sieht ja gar nichts mehr. Wie kriege ich eigentlich Motten? Sind das hier Motten? Sind keine Motten scheinbar. Ja, ich weiß, es sind Glühwürmchen. Halt die Schnauze. Kann auch sein, dass es im Spiel was anderes ist. Okay, der verbraucht immer direkt voll viel. 4 Samen braucht man. Habe ich hier eine Truhe? Vermutlich nicht, wa? Ich brauche ein Scharnier, aua. Und einen Komposthaufen. Scharnier und Komposthaufen. Ein Scharnier und ein Komposthaufen. Na, Stäbchen haben wir mehr als genug. Hab ich jetzt alle genommen?
Achso, die gehen nur hier hin. Okay. Da kann man jetzt Sachen reintun, ja? Okay. So. Okay. Okay, jetzt überlege ich gerade. Ich nehme das mal mit. Ne, ich wollte das mitnehmen komplett. Ich wollte das unten in die Kiste tun. In der Kirche. Also dieser scheiß Esel bringt uns auch gar keine Leichen mehr, ne? Nach der Aufgabe fragen. Ich habe in der Nähe der Kathedrale eine Suppenküche für Arme eröffnet. Das hilft dir dabei, deine Mittel zu verbessern, wenn der Pöbel hungrig ist. Passt dein tadelloses Aussehen da nicht ganz ins Bild. Haha. Deswegen brauche ich eine Menge billiger Schüsseln und du scheinst Lehmablagerungen vor der Kirche zu haben. Mache ein paar Schüsseln und ich gebe dir den Leitfaden für Geistliche. Der hilft dir mit ein paar. Ah, ich kaufe ja auch gerne Brot für die Suppenküche ab zum Kirchenkauf. Einkaufspreis versteht sich. Okay, Gespräch beenden. Ich mach mal eben schnell das hier erst, weil ich glaube, dass das important ist. Ich würde gerne ein paar Worte sagen. Unsere Kirche ist klasse. Toll. Und jetzt lasst uns diesen Segen beten. Oha. Bäh, bäh, bäh. Eure Spenden sind immer willkommen. Tolle Predigt, tolle Predigt. Ja, tolle Predigt. Hm? Oh. Und ein Glaube. So, wir haben hier Lehm. Irgendwo da. Okay, das brauchen wir also für. Er will jetzt 10 Schüsseln haben, ne? Die können wir ja mal gucken, ob wir die schnell irgendwie hinkriegen. Technologie. Wo hier wird es doch sein? Da, Lehmschüsseln. Wo wird das hergestellt? An der Drehscheibe. Oh, eine Drehscheibe. Ja, ganz tolle Sache. Hä? Soll der Scheiß. Mir fehlen Nägels.
kommt man ja eigentlich noch vorbei. Ja. Wasser. Jetzt können wir auf jeden Fall schon die besseren Umrandungen machen, die Steinumrandung. Das heißt also, da werden wir unseren Garden ein bisschen upgraden, ne? So, dann bringen wir ihm mal schnell die Schüsseln. Hat der nicht gesagt, der braucht 10 Schüsseln? Jetzt mal Real Talk. Der hat gesagt, der braucht 10 Schüsseln. Jetzt braucht er 20. Richtiger Pimmelficker, ey. Sprinten könnte wäre schön, ne? Ich habe den Mod ausprobiert. Es gibt einen Sprint-Mod. Funktioniert nicht. Sind die hässlich, aber das reicht für die Armen. Deine Beteiligung in der kirchlichen Angelegenheit erfreut mich sehr. Ich spiele sogar mit dem Gedanken, deine Kirche in eine große Kirche zu verwandeln. Das bedeutet mehr Glaube und mehr Geld. Bei einer großen Kirche bist du Gott näher und was sonst ist mir wichtiger als Heiligkeit. Aber das liegt noch weit in der Zukunft. Zunächst muss hier erst einmal alles so perfekt sein wie mein Haarschnitt. Haha. Und damit meine ich sowohl die Kirche als auch der Friedhof. Haha. Ja. 30 auf dem Friedhof, okay. Ich werde mein Bestes geben, ihren hohen Standards gerecht zu werden, mein Herr. Und wir gerade da von hohen Standards sprechen. Ich wäre hocherfreut, wenn du mir ein paar Fische besorgen und mich vor dem Hungertod retten würdest. Und nicht einfach irgendeinen Fisch. Ich brauche ein gutes Fischfilet. Du findest die passenden Fische in der Nähe des Wasserfalls. Danke. Wollen Sie damit sagen, dass Sie alle in der Stadt gerade hungern? Nein, ich kann einfach kein Fleisch essen. Und da die Fische im Stadthafen angeht, naja, nein, danke. Nicht solange der elende Toten das Totenschiff dort fahren kann, liegt. Du bist also meine einzige Hoffnung. Ich verliere wegen meiner schlechten Ernährung schon meine Haare. Ah ja. Warte mal. Kann handeln. Was ist das da? Aber das habe ich doch, ne? Ah. Es gibt neue Gebete noch hier. Okay. Machte mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Steinumrandungen und 10 Dinger. Okay. 12, 10. 12, 10. Erstmal hier ein bisschen was in die Truhe ballern. Keine Ahnung, ob ich die brauchen werde. Weißt du was? Gib mir mal die Schüsseln und gib mir mal das Wasser. Das kommt mir so vor, als wäre das eher was für drinnen. Was ist das hier? Oh ja. Das finde ich gut. Oh. Kann jetzt nicht dein Ernst sein. So. Was brauche ich denn zum Herstellen von
Das kann ich ja schon einmal herstellen. Aber das war nicht, was ich wollte. Ich brauche neues Erz. 21, dafür brauche ich Feuerholz. Konnte ich nicht diese Steinumrandungen bauen? Bin ich doof? Da unten kriege ich übrigens Wasser her. Was ist das da oben? Müde, du musst schlafen, sonst verlierst du weiter Energie. Ich muss gar nichts. Oh, da konnte ich aus Metallschrott konnte ich noch was herstellen, habe ich gerade gesehen. Genau, jetzt soll ich, was ich gucken wollte. Da. Cool. Kann ich machen, wenn ich die Punkte dafür habe. Fehlen mir aber noch welche. Irgendwie diese Punkte bekommen. Jetzt 6 Punkte. Das bringt mir irgendwie gar nichts. Ich verstehe nicht. Aber wir werden es rausfinden. Nicht mehr in dieser Folge, aber in der nächsten. Ihr kennt das Ganze. Lasst ein bisschen Liebe da. Daumen hoch, kommentieren, abonnieren nicht vergessen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Graveyard Keeper. Haut rein, meine Freunde. Ciao.